Everybody, ihr Lieben. Eigentlich wollte ich heute nicht drehen, sondern das alles in Ruhe morgen machen bei Tageslicht. Aber da ich jetzt gerade die letzten 3 Stunden vorm PC gesessen habe und versucht habe, mein Schnittprogramm wieder zu installieren und ich zwischendurch am Verzweifeln war, es aber dann Gott sei Dank irgendwie hinbekommen habe und somit wieder schneiden kann, habe ich mir gedacht, zur Belohnung gönne ich mir jetzt ein Unpacking. Ich habe bei Medimobs und bei Rebuy ordentlich Bücher bestellt. Es sind, glaube ich, insgesamt 12 Stück. Ich weiß, mein Sub und so. Aber es sind fast alles Fortsetzungen, die ich bestellt habe von Büchern, die ich schon habe. Und da ich auch meine Reihenfolge kriegen will, naja, ihr wisst, ne? Eins leidet immer. Entweder der Sub oder ich kriege die Reihe nicht fertig oder. Und ja, und ich hatte jetzt gerade noch ein bisschen Geld übrig und deswegen dachte ich, ach scheiß drauf, jetzt bestellst du einmal bei Medimobs und einmal bei Rebuy. Und ich habe halt geguckt, wo ich welches Buch kriege und wo ich welches günstig kriege, weil eigentlich wollte ich nur bei Medimobs bestellen. Da hatten sie aber wieder Bücher nicht, die gab es dann wieder nur bei Rebuy. Und dann dachte ich mir, ach scheiß drauf, jetzt bestellst du bei beiden, bevor sie wieder gar keine Bücher haben, die du brauchst und möchtest und so. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst Bescheid, es gibt jetzt ein Unpacking. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Mal mit Medimobs an. Ich muss wie immer hier rumsiebeln mit dem Messer und so, immer nicht so günstig. Ja, so, Pakete ist offen, doch noch nicht ganz, aber jetzt. So, und wie immer haben wir Papier und Papier und noch mehr Papier und Papier und so sieht das Ganze aus. Da seht ihr schon ein paar Bücher, die ich bestellt habe. Ich habe wie immer alle Bücher in der Qualität sehr gut bestellt. Weil drunter bestelle ich prinzipiell nie, weil gut oder mängelhaft oder was weiß ich, da sehen die Bücher aus wie Sau. Und da, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und da ja sowieso in letzter Zeit die Qualität irgendwie bei Medimobs und bei Rebuy sehr gelitten hat und die das irgendwie nicht mehr richtig einschätzen können mit sehr gut und gut, bestelle ich definitiv nur sehr gut. Und wir fangen mal mit dem ersten Buch an, was hier auch gleich oben auflag. Und zwar habe ich mir den 2. Teil von Tempting Love bestellt. Home Run ins Glück. Das ist von Jaylin, also Jennifer Armentrout. Und ihr wisst, ich habe eine Jennifer Armentrout-Macke. Ich muss alles von dieser Autorin haben und lesen. Auch wenn ich den 1. Teil von Tempting Love jetzt nicht so berauschend fand, dachte ich mir, ich gebe den 2. auf jeden Fall mal noch eine Chance und guck mal, wie der so ist. Vielleicht ist der ja ein bisschen besser. Der 1. Teil hatte, glaube ich, auch nur so 220 Seiten. Also es war jetzt auch kein ultra dickes Buch. Und deswegen dachte ich mir, das haben sie da, nimmst du mit. Ach so, wegen der Preise. Wartet mal. Moment, ich muss noch nach den Preisen gucken. Ah, hier stehen die Preise. Tada, ich habe es gefunden. Ja, also Tempting Love habe ich bestellt. Home Run ins Glück, das ist der 2. Teil. Der 3. Teil kommt jetzt, glaube ich, im Dezember raus von der Gamble Brothers Reihe. Ich habe extra nochmal geguckt, wie die Reihenbezeichnung ist. Und zwar ist die Gamble Brothers, weil es halt um die Gamble Brothers geht. Um Chase, um Chad und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der vom 3. Teil heißt. Naja, auf jeden Fall, dieses Buch ist Qualität sehr gut. Ich blende euch wie immer die Bücher nochmal abgefilmt mit ein, da könnt ihr sie auch mit genau angucken. Also hier ist so ein bisschen der übliche Lagertreck dran und eine Leserille, eine ganz leichte, ist hier drin an der Seite. Aber ansonsten sieht es gut aus. Und es hat gekostet statt 10 Euro 6,89 Euro. Also dafür, dass da eine Leserille drin ist, kann ich mit leben, ist IO. Die ist auch nicht sehr schlimm und sehr doll und die kann man übersehen. Alles gut. Erste Buch ist Saved. Gucken wir mal, wie die anderen so aussehen. Das 2. Buch, was ich bestellt habe, ist dieses hier. Schweig still, süßer Mund von Janet Clark. Das ist ja ein Jugendthriller von ihr und ich habe ja Ewig Dein von ihr gelesen. Und das war ja so eine ganz, ganz tolle Fantasy. Und Ewig Dein war ja so eine ganz, ganz tolle Jugend-Fantasy-Romance-Geschichte mit aber auch so ein paar Krimi-Elementen. Und ich fand den Schreibstil von Janet Clark extrem gut und sie hat es dabei extrem geschafft, eine ganz, ganz tolle Spannung aufzubauen in dem Buch. Und ich freue mich auf den 2. Teil von Ewig Dein. Ich finde das Cover zu Ewig Dein absolut furchtbar. Ich weiß nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Das spricht mich null an. Und wäre ich in der Buchhandlung mich zufällig drüber gestolpert und hätte den Klappentext gelesen, hätte ich es wahrscheinlich nie gelesen. Aber ich finde, es klang so gut. Und ihr müsst dieses Buch lesen. Das ist ganz, ganz toll. Auf jeden Fall, Schweig still, süßer Mund habe ich gekauft. Auf jeden Fall hat Schweig still, süßer Mund nur 2,89 Euro gekostet. Auch, wie gesagt, sehr gut. Und es ist keine Leserille drin. Das ist der übliche Lagertreck dran. Hier oben ist es ein ganz kleines bisschen angeschranzt. Aber ich glaube, wenn man das mal ordentlich ins Regal legt und pressen tut, dann geht das auch wieder weg. Also von daher ist an diesem Buch nichts auszusetzen. Sieht gut aus. Also neu hätte es gekostet 8,95 Euro. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 Euro, knappe 3 Euro dafür bezahlt. Und das ist
vollkommen IO. Und ja, das war Buch Nummer 2. Kommen wir weiter zu Buch Nummer 3. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, das war klar hier mit den Leserinnen bei den Büchern. Das hatte ich mir schon gedacht. Und zwar habe ich mir den zweiten und den dritten Teil von Poison Princess bestellt. Ich habe den ersten vor über einem Jahr von der Niki bekommen. Der liegt auch noch hier ungelesen. Und jetzt hatten sie gerade den zweiten und den dritten mal da bei Midi Mobs. Und deswegen dachte ich, und auch wenn du den ersten noch nicht gelesen hast, die Story klingt so gut, kaufst du dir den zweiten und dritten schon mal. Der zweite Teil ist der hier. Der Herr der Ewigkeit. Die Bücher kosten neu 9,99 €. Das hat jetzt gekostet 6,89 €. Und ja, so auf den ersten Blick. So sieht's gut aus. Und es ist aber rund gelesen. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr das hier seht, dass es halt hier eine Delle hat. Und es sind zwei ganz leichte Leserinnen drin. Also eine dollere und eine ganz leichte, die nur oben ist. Aber ich glaube, das lässt sich bei diesen Büchern auch nur schwer vermeiden. Also ich habe es auch gerade bei so dicken Büchern immer, dass ich die rund lese und eine Leserille reinlese. Eine mindestens. Das kriege ich selber nicht anders hin. Und ja, deswegen finde ich das jetzt nicht so dramatisch, solange wie die nicht extrem kaputt aussehen an der Seite. Ich habe einen Teil von der Elemental Assassin-Reihe, da sind die komplett hier so rund gelesen. Aber habe ich damals auch so hingenommen. Mein Gott, es gibt Schlimmeres als Leserillen. Aber so viel dazu. Ja, also der zweite Teil, die kostet 6,89 €. In diesen Büchern geht es ja um Evie und Evie lebt in einer apokalyptischen Welt. Und ich glaube, in der Welt gibt es keine Pflanzen mehr oder irgendwie so war das. Und sie begegnet dann dem Tod und sie hat eine besondere Gabe. Irgendwie so hing das alles zusammen. Also ich kann mich da nur noch dunkel dran erinnern. Auf jeden Fall ja, ist das der zweite Teil. Den habe ich bestellt und dann habe ich gleich, wie gesagt, noch den dritten bestellt. Der kostet neu auch 9,99 € und ich habe jetzt bezahlt 5,79 € für den dritten. Der ist ein bisschen günstiger, weil der auch ein bisschen angeschranzter aussieht wie der zweite. Der hat hier schon mehrere Leserillen unten. Also das ist schon ganz schön unten angeditscht. Und der ist auch ganz minimal rund gelesen, aber ansonsten sieht der eigentlich auch noch gut aus. Also ich werde den jetzt auch behalten. Es sei denn, das letzte Buch sieht total kacke aus, dann schicke ich den mit zurück, aber so an und für sich. Wie gesagt, mit so ein bisschen Leserin kann ich leben. Da bin ich jetzt nicht ganz so empfindlich wie manch andere. Aber ja. Für 5,79 €, was ja ungefähr die Hälfte ist, ist das völlig in Ordnung, dass da ein bisschen was dran ist. Mein Gott, es wurde halt gelesen. So, kommen wir zum letzten Buch, weswegen ich diese Bestellung eigentlich auch gemacht habe. Und zwar habe ich mir bestellt den zweiten Teil von Black Blade von Jennifer Estep. Ich habe den ersten Teil irgendwann letztes oder sogar vorletztes Jahr gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr, wo die halt rauskam. Und dann wollte ich den zweiten irgendwann mal holen und dann wollte ich mir irgendwann mal den dritten holen. Und immer habe ich es nicht geschafft, bei Medimobs zu bestellen, wenn es die gerade gab. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, den zweiten haben sie bei Medimobs gerade da, den bestellst du auf jeden Fall. Der zweite Teil hat mich jetzt gekostet 11,59 €. Die kosten neu 14,99 €. Das ist okay, 11,59 € an diesem Buch ist auch, mal abgesehen von dem üblichen Lagertreck, auch nichts dran. Da ist sogar noch hier ein Lesezeichen mit drin. Wurde das überhaupt gelesen? Ich weiß es gar nicht. Das sieht irgendwie so ungelesen aus. Naja, also dafür, dass ich dann 3 Euro gespart habe, wenn es wirklich ungelesen ist, finde ich das in Ordnung. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen dreckig, aber ansonsten hier unten die eine Ecke ist eingeknickt, aber das passiert ja selbst bei Büchern aus Buchhandlungen, wenn ich die mir hier so angucke, aber ansonsten ist da alles tutti und ich freue mich, dass ich jetzt diese Reihe endlich mal weiterlesen und beenden kann. Ja, das war das Medimobs-Paket. Das hätten wir, das war das kleinere. Oh, ich rede schon wieder viel zu viel. Dieses Unpacking wird wieder extrem lang und es tut mir jetzt schon wieder voll leid. So, Moment. Ach, das war Paket Nummer 1. Kommen wir Gott, zu Paket Nummer 2. Ich bin im große Pakete aufmachen, nicht so der Profi. So, Paket Nummer 2 von Rebuy. So, Rechnung haben wir. So, da man bei Rebuy nicht auf Rechnung kaufen kann, habe ich die alle gleich bezahlt. Mal gucken, ich hoffe nicht, dass ich da jetzt eins zurückschicken muss, das wäre ärgerlich. Aber egal. So, Verpackungsmaterial hätten wir und dann fangen wir mal an. Ich heb dieses Paket jetzt nicht nochmal in die Kamera hoch, das ist mir jetzt einfach zu schwer. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Und zwar habe ich bestellt den dritten Teil von der Gilde der Jäger, Engelsblut. Ich habe ja die ersten beiden Teile vor kurzem gelesen, falls ihr mein Video gesehen habt.
Wenn nicht, dann schaut nochmal rein. Und die ersten beiden Teile haben mir wirklich gut gefallen. Im dritten Teil geht es auch nochmal um Elena und Raphael. Ich kann jetzt zum Inhalt der Story nicht viel sagen. Ich kenne ja die Bücher generell nicht, also von daher kann ich zu allen ja nicht wirklich was sagen. Auf jeden Fall geht es in diesem Teil auch immer noch um Elena und ihren Erzengel Raphael. Und ich bin schon sehr auf diesen Band gespannt. Das ist jetzt der letzte von diesen Pärchen. Und ja, freue mich schon sehr darauf, dieses Buch zu lesen. Das kostet neu, glaube ich, auch 9,99 Euro. Genau, und ich habe jetzt bezahlt 1,49 Euro. Ach ja, Reba ist einfach günstiger als Medimops. Man kann es nicht anders sagen, aber dafür zahlen sie dir halt auch noch mehr, wenn du Bücher verkaufst. So ist das. Naja, auf jeden Fall 1,49 Euro und an diesem Buch ist einfach mal absolut nichts dran. Es ist ein bisschen vergilbt, aber das ist ja normal bei Büchern und es ist keine Leserille drin, es ist gar nichts drin. Es ist einfach nichts dran an diesem Buch. Traumhaft. Kann ich nicht anders sagen. Ich freue mich. Es ist nichts dran. Ich muss hier mal ein bisschen die Bücher wegschieben, dass ich die nicht durcheinander. So, machen wir weiter mit den nächsten drei Büchern. Und zwar sind das diese drei, das ist Band 4, 5 und 6 von der Gilde der Jäger. Ich habe mir gedacht, ach komm, die hatten die gerade alle da bei Rebuy und dachte ich mir, komm, die bestellst du jetzt gleich alle. Wenn du dann Elena und Raphael fertig gelesen hast, kannst du die gleich alle lesen. Das muss ich nur mal gucken, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das hier, genau, das hier ist der vierte. Das ist Engelskrieger. Engelskrieger hat gekostet 4,79 Euro, das war das teuerste Buch. Irgendwie ist das einer der begehrtesten Bände, habe ich das Gefühl. Weil der wäre auch bei Minimops am teuersten gewesen. Und ja, ist anscheinend ein sehr gefragter Teil. Und hier geht es um Dimitri. Dimitri ist einer von den sieben Kriegern von Raphael und in den anderen Büchern geht es dann auch um die anderen Krieger. Nur mal so als Info am Rande. Und ja, Dimitri ist ein ziemlich alter Vampir und Dimitri ist ein... Naja, im ersten und beiden Teil war er nicht ganz immer so nett. Aber Dimitri ist, glaube ich, hier drin schon ein guter. Und ja, ich freue mich auf die Geschichte. Dieses Buch hat ein paar Leserillen und ist krumm gelesen. Aber auch hier ist ansonsten nichts weiter dran. Und wie gesagt, mit diesen Leserillen und Krummlesen, damit kann ich leben. Das juckt mich jetzt nicht so schlimm, solange wie das nicht komplett zerschossen ist. Ja, und wie gesagt, wenn das wirklich so ein gefragter Teil ist, dann sage ich da nichts, wenn es für 5 Euro Leserillen hat. Thema erledigt. So, dann haben wir den fünften Teil. Das ist, glaube ich, der hier. Genau, das ist der hier. Engelsdunkel. Das hat mich jetzt 1,99 Euro gekostet. Ne? So im Vergleich Teil 4, 5 Euro. Und Teil 4, doch 5 Euro. Und Teil 5, 2 Euro. Also, ja, und dann auch dieses Buch ist wieder in einem tadellosen Zustand. Es hat keine Leserin. Es hat einfach mal überhaupt nichts dran. Also, kann nichts anderes sagen. Es ist... Tippitoppi, es ist komplett in Ordnung. Und in dem Buch geht es um Jason oder Jason. Ich freue mich. Oh, Jason, Jason. Oh, Jason ist toll. Ach, der hat so ein halb tätowiertes Gesicht, das finde ich... Ach ja, Jason finde ich cool und ja, um den geht es dann hier in dem Teil. Und der Typ sieht irgendwie aus wie so ein übelster Softie. Hier so, stellt die Kamera scharf. Jetzt. Also furchtbar. Oh, sieht Jason auf jeden Fall nicht aus. Naja, so. Und dann haben wir den sechsten Teil dann logischerweise. Der hat mich gekostet 3,29 Euro. Und das ist auch wieder ein ziemlich dicker Teil auf jeden Fall. Und in dem Buch geht es um... In dem Teil geht es dann auch nochmal um Raphael und Elena im sechsten. Also finde ich jetzt aber nicht schlimm. Es ist auch, wie gesagt, ein relativ dicker Teil. Ich bin mal gespannt. Und auch dieses Buch ist in einem tadellosen Zustand. Es ist nichts dran. Gar nichts, gar nichts. Keine Leserille, nix. Mensch, da hat einmal sehr, sehr vorsichtig gelesen hier. Nicht wie beim vierten Band. Also wenn der vierte Band jetzt echt mal, ne, so wie der aussieht und was der gekostet hat, wenn der vierte Band es nicht komplett reißen tut und der totale Knaller ist, dann weiß ich auch nicht. Das war jetzt quasi schon die erste Hälfte meiner Rebuy-Bestellung. War halt alles Gilde der Jäger. Dann habe ich mir ein Buch gekauft. Von diesem Buch habe ich den dritten Teil für 3 Euro mal reduziert bekommen im Hardcover. Und ich dachte mir, scheißegal, dass du den ersten und den zweiten nicht hast. Die Reihe soll gut sein, deswegen nimmst du jetzt den dritten für 3 Euro mit. So günstig kriegst du den nie wieder. Und ich habe mir jetzt einfach mal den ersten Teil bestellt, um zu gucken, ob diese Reihe denn überhaupt was für mich ist. Und zwar geht es um diese Reihe hier, Die Verratenen von Ursula Posnanski. Frau Posnanski schreibt der Jugendthriller und generell Thriller im Allgemeinen. Und hier geht es um eine Welt, die perfekt und gerecht erscheint. 6 Studenten, die dachten, sie kennen die Wahrheit, doch plötzlich sind sie auf der Flucht verraten, verfolgt und dem Schicksal ausgeliefert. Ach ja, ich fand, das klang ganz, ganz cool.
wo ich dann das durchgelesen habe, worum es geht. Und deswegen habe ich mir jetzt dieses Buch einfach mal mitbestellt und ich schaue mal, wie das ist. Und wenn es mir gefällt, kaufe ich mir den zweiten noch und dann habe ich diese Reihe wenigstens auch so gleich komplett und so. Ja, Die Verratenen von Ursula Poznanski. Und hier war lustigerweise das Hardcover günstiger als das Taschenbuch. Deswegen ich am Anfang etwas irritiert war. Aber dann stand hier bei dem Hardcover und bei dem anderen stand Taschenbuch. Ach ja, und gekostet hat das Hardcover 4,09 Euro. Genau, und das Taschenbuch hätte 6,59 Euro gekostet. Ich wollte ja aber das Hardcover, also von daher alles gut. Ich war trotzdem irritiert. So, dann kommen wir zum vorletzten Buch. Und zwar habe ich natürlich gekauft bei Rebuy, weil es das bei Medimops nicht gab, den dritten Teil von Black Blade. Eine helle Flamme der Magie. Auch hier kann ich zum Inhalt nichts sagen, wie beim zweiten Teil auch nicht, weil es ist ja die Fortsetzung und ich möchte mich jetzt auch selber nicht so unbedingt spoilern und hinten lesen. Dieses Buch hat statt 14,99 Euro 9,99 Euro gekostet. Ist ein bisschen günstiger wieder wie bei Medimops. Dafür hat dieses Buch auch Rillen. Es hat Leserillen und hier unten ist es ein bisschen angeditscht. Es ist dreckig. Also, was ist das denn für Dreck? Den kann man abkratzen. Bäh! Vielleicht das am Finger. Also, der sah gerade aus wie zerschmierte Schokolade. Nur mal so nebenbei. Habt ihr das auch schon mal gehabt bei gebrauchten Büchern, wenn ihr die lest, dass ihr dann auf einmal mitten im Buch Knicke findet oder Essensreste oder Tierhaare? Ich habe da schon so meine Erfahrungen gemacht. Das war schon manchmal eklig. Wo das Buch von außen tippitoppi aussah und dann innen, wenn du das aufgeschlagen hast, hast du gedacht, ew. Ja, aber so ist das halt bei gebrauchten Büchern. Ich krümel bestimmt auch immer mal mein Buch voll. Ja, so. Das ist auf jeden Fall der dritte. Mein Hund hat mir gerade sein Kuschelfiechchen gelegt. ja, das ist auf jeden Fall der dritte Teil von Black Blade und damit habe ich diese Reihe auch jetzt komplett und vollständig. Juhu! So, und damit wären wir beim letzten Buch und das habe ich mir einfach mal gekauft, weil es das gerade gab. Günstig. Ich habe den ersten Teil hier aber auch noch nicht gelesen, aber ich denke, dass das eine Reihe ist, die mir gefällt. Deswegen habe ich mir den zweiten Teil jetzt einfach mal gekauft, weil sie günstig hatten. Und zwar Furchtlose Liebe von Alexandra Braken. Das ist der zweite Teil von Die Überlebenden. Und dieses Buch hat mich jetzt gekostet nur günstige 7,99 Euro waren es, glaube ich. Genau, 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Und ich muss sagen, es ist in einem Top-Zustand. Es hat keine Leserillen, gar nichts. Und es sieht gut aus. Es ist auch hier innen alles in Ordnung. Also, es sieht aus wie neu, ungebraucht. Kann man nicht meckern. Es sieht wirklich tippitoppi aus. I like. I like, I like, I like. Und ja, damit hätte ich den zweiten Teil dann auch schon. Dann muss ich mir nur noch irgendwann den dritten besorgen. Und dann hätte ich diese Reihe dann auch komplett. Ich freue mich. Yippie! So, ich habe mir jetzt schnell nochmal den ersten Teil geholt, um zu gucken, worum es in Die Überlebenden eigentlich nochmal genau ging, bevor ich hier irgendwelche Scheiß erzähle. Und zwar geht es um Folgendes. Ruby hat überlebt, doch der Preis dafür war hoch. Sie hat alles verloren, Freunde, Familie, ihr ganzes Leben. Weil sie das Virus überlebt hat, weil sie nun eine Fähigkeit besitzt, die sie zur Bedrohung werden lässt, zu einer Gefahr für die Menschheit. Denn sie kann die Gedanken anderer beeinflussen. Deshalb wurde sie in ein Lager gebracht mit vielen anderen Überlebenden. Deshalb soll sie getötet werden. Aber Ruby hat nicht überlebt, um zu sterben. Sie wird kämpfen. Schließlich hat sie nichts zu verlieren. Noch nicht. Ich fand, das klang damals schon so toll. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich den zweiten Teil auf jeden Fall schon mal. Und dann, yippie, kann ich schon mal anfangen, diese Reihe auch irgendwann mal mitzulesen. Und dann brauche ich mir nur noch den dritten besorgen. Wuhu! Aber da es die Bücher auch überall noch zu kaufen gibt im Handel und so, brauche ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen, dass ich diese Bücher dann nicht mehr rankriege. So wie bei... was habe ich mir letztens gekauft? Requiem habe ich den dritten Teil. Also von der Amo-Trilogie habe ich letztens erstmal noch den dritten Teil gekauft. Jetzt von der Engelsforce-Reihe habe ich auch geguckt, dass ich alle Bände gleich rankriege. Weil das sind dann immer so Bücher, die werden jetzt abverkauft und dann kriegst du die einfach nicht mehr ran. Und dann bezahlst du wie bei Grisha zum Beispiel. Also wenn du so wie ich Jahre später auf den Trichter kommst, du möchtest gerne diese Bücher haben, hast du Pech, ne? Gibt sie nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Teil von Grisha als E-Book gekauft. Statt als richtiges Buch. Weil das richtige Buch kostet bei Medimops kam das mal 256 Euro. Also wer irgendwann mal dieses Buch in den Händen hält, Leute, ihr habt dann eine Wertanlage in der Hand. Ist echt so. Also, ja, ich gucke auch schon immer, dass ich die Bücher überall irgendwo rankriege günstig. Und im Sinne von, ich würde den vollen Originalpreis natürlich zahlen. Also mehr wie den Originalpreis, ganz ehrlich, würde ich für so ein Buch nicht zahlen. Never ever. Nope. Ach ja, ich schwafe schon. So ihr Lieben, das war mein Unpacking. 12 Bücher habe ich gekauft, aber ich habe kein ganz so schlechtes Gewissen, weil das alles Fortsetzungen gewesen sind, bis auf Schweig still, süßer Mund von Janet Clark.
weil das kam nur 2,89 €, deswegen musste ich das jetzt einfach mal mitkaufen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ist mein Gewissen eigentlich rein, weil es Fortsetzungen gewesen sind, größtenteils. Und ja, ich muss echt hier mal lesen. Ich habe hier mal wieder aufgefüllt in meinem Subregal in der Stube quasi. Und ich habe aber festgestellt, dass ich im September verdammt viele Rezi-Exemplare angefragt habe, also 4 oder 5 Stück. Und ich habe bis auf 2 alle genehmigt bekommen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall 3 Rezi-Exemplare im September. Und ich habe so heute gedacht, ich habe nämlich die Neuerscheinungen aufgeschrieben für den September und habe gedacht so, ja, was kommt denn eigentlich alles so raus? Und so, fuck, das hast du angefragt, das hast du angefragt, das hast du angefragt. Und dann so, nein! Habe ich wieder mal nicht nachgedacht, aber es kommen im September auch verdammt viele gute Bücher raus, also freut euch da auf die Neuerscheinungen auf jeden Fall. Aber ich rede schon wieder viel zu viel und viel zu lang und es tut mir leid. Ich beende jetzt das Video aber wirklich. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.